Honor hat mich nach London eingeladen, wo sie das neue Honor 10 vorgestellt haben. Und das Ganze habe ich mir eben auf der Präsentation angeguckt. Und wir haben auch gleich ein Testgerät bekommen, welches ich tatsächlich bisher noch nicht ausgepackt hatte. Aber jetzt bin ich dann doch ziemlich gespannt, was das neue Flaggschiff von Honor so zu bieten hat. Ich muss sagen, verpackungstechnisch gefällt mir das Ganze ziemlich gut, weil man einfach schon hier wieder sieht, wie schön schlicht so eine Verpackung sein kann. Wir haben nur eine große 10 hier stehen und dann haben wir hier klein noch Honor stehen. Und diese Verpackung ist mit so einer leichten Musterung. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist so ein bisschen punktiert und macht einfach insgesamt einen ziemlich hochwertigen Eindruck. Und damit wir uns das Ganze eben näher angucken können, muss ich erstmal hier die Siegel durchtrennen und dann bin ich gespannt. Ich habe hier das Gerät in der Farbe Glacier Gray. Gray wird das, glaube ich, ausgesprochen. Das ist jetzt, wie ich finde, nicht die coolste Farbe von allen, denn es gibt noch ein Phantom Green und noch ein Blau, wo ich aber nicht genau weiß, wie das heißt. Aber die sind halt von der Farbgebung her so ähnlich wie ein Huawei P20 Pro mit diesem Schimmereffekt in dem Twilight-Farben und das gefällt mir einfach ziemlich gut. Aber nichtsdestotrotz, auch dieses Gerät hier sieht cool aus. Weil ganz kurz habe ich es schon gesehen, aber ich habe es mir eben nicht näher angeguckt. Und bevor ich das jetzt tue, packe ich es trotzdem einmal zur Seite, damit wir uns den weiteren Lieferumfang anschauen können. Hier hatten wir nämlich zum einen das typische Booklet mit dem SIM-Karten-Tool und darin einer Silikon-Case, welche auch bei den fertigen Geräten natürlich mitgeliefert wird, was immer ziemlich cool ist. Und darüber hinaus wird dann auch noch das Quick-Charge-Netzteil von Huawei mitgeliefert und natürlich das nötige USB-C-Kabel, welches aber auch leider in diesem Jahr wieder nur USB-C auf USB-A ist. Aber das war's schon mit dem Lieferumfang, deswegen auch den zur Seite und schauen wir uns jetzt das Gerät an. Das ist hier noch so in Folie eingewickelt, welche ich natürlich auch erst einmal entfernen werde und ja, es sieht trotz der Farbe ultra gut aus. Also es ist nicht wirklich so ein Grau, wie ich finde, sondern da ist auch noch so ein Blauschimmer drin. Ich weiß gar nicht, ob ihr es jetzt hier in der Kamera sehen könnt, aber mir gefällt es erstmal ziemlich gut, weil die Farbe auch so eine Tiefe hat und ich mag es einfach, wenn ein Smartphone nicht nur eine platte Farbe hat, sondern man auch wirklich Tiefe und Dynamik in dieser sehen kann. Auch der Rahmen mit diesem Hochglanzglas wird wahrscheinlich ziemlich schnell Kratzer bekommen, aber mir gefällt es trotzdem einfach insgesamt ziemlich gut. Also das muss man denen lassen. Wie ich finde, haben sie hier ein ziemlich schönes Gerät hinbekommen, welches aber auch sehr super verarbeitet ist und so erstmal einen echt hochwertigen Eindruck macht, gerade wenn man bedenkt, dass dieses Gerät ab 400 Euro zu haben ist und auch von dem, wie es in der Hand liegt, durch diese Rundung hier, gefällt mir es einfach ziemlich gut. Also ich kann es angenehm in der Hand halten, es ist nicht zu groß und das, obwohl hier ein 5,84 Zoll großes Display verbaut wurde, welches wie viele andere Geräte in 2018 auch hier über eine Notch verfügt. Und wie ich finde, hat sich das hier auch gelohnt, so eine Notch einzubauen, weil man einfach sieht, dass das Display so erstmal einen ziemlich großen Bereich von der Front ausfüllt. Und trotzdem hat Honor es geschafft, hier in diesem Gerät einen Fingerabdrucksensor unterhalb vom Display einzubauen, hier in diesem kleinen Kinn. Und das Coole an diesem Fingerabdrucksensor ist, dass dieser nicht wirklich eingelassen ist, sondern er ist unter dem Glas bzw. in dem Glas. Und von der Oberfläche aus merkt man den nicht, sondern man sieht eben nur hier diese Markierung, die so einen Button symbolisiert. Und ich finde das, wie man das von Honor bzw. auch Huawei-Geräten kennt, einfach extrem schnell. Und irgendwie macht das was her, wenn man den Fingerabdrucksensor nicht so ausgestanzt bzw. als extra Button sieht. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Sondern wenn er einfach im Glas drin ist und man das von der Oberfläche gar nicht sieht, sondern ein durchgehendes Glas hat, das sieht einfach ultra cool aus. Was ich persönlich allerdings nicht so schön finde, wird auf dem Display dargestellt. Und damit meine ich nicht das eigentliche Display, denn das sieht super aus, dafür, dass es ein IPS-Display ist. Nein, ich meine die Software. Und diese Überleitung war eigentlich ziemlich einfach, aber effektiv. Denn die Software, mir persönlich gefällt sie nicht. Wir haben hier Emotion UI 8.1. Das basiert auf Android 8.1. Und natürlich bietet es die ein oder anderen wirklich coolen Features, welche auch nützlich sind, gar keine Frage. Aber ich muss einfach immer wieder sagen, dass ich das Aussehen nicht schön finde. Mir gefällt es nicht, dass die Icons oder das allgemeine System mit den ganzen Unschärfe
Effekten und so aussieht wie ein iPhone oder eben wie das so typisch für asiatische Geräte ist, dass sie einfach ein knallbuntes System, welches so ein bisschen bonbonmäßig aussieht, verwenden. Das gefällt mir persönlich nicht. Ich persönlich bevorzuge Stock Android und das sorgt ja auch dafür, dass man eine bessere Performance hat. Wobei hier bei der Emotion UI die Performance auch noch klar geht, aber eben das Aussehen, davon bin ich kein so großer Fan. Aber apropos Performance, dafür ist natürlich auch die Hardware wichtig und hier hat Honor auch das Beste, was der Huawei-Konzern aktuell zu bieten hat, verbaut, nämlich den Kirin 970. Das ist ein ziemlich guter Prozessor, welcher auch in vielen teureren Geräten wie auch dem Huawei P20 Pro zum Einsatz kommt. Er ist zwar noch das Neueste, was Honor bzw. Huawei bieten kann, aber er ist eben technisch nicht das Allerbeste, was der Markt zu bieten hat. Aber nichtsdestotrotz, in dieser Preisklasse sehe ich das als gar kein Problem. Ganz im Gegenteil, er sorgt für eine gute Performance und das ist in dieser Preisklasse schon mal viel wert. Und zusätzlich gibt es dann hier auch noch 4 GB RAM, eben je nachdem, für welche Speichervariante man sich entschieden hat. Mir persönlich ist es zwar nicht so wichtig, aber für viele andere vielleicht schon, nämlich der Kopfhöreranschluss ist in diesem Gerät noch drin und das ist interessant, denn im Huawei P20, welches so der nächste Bruder von diesem Gerät hier ist, da ist dieser nicht verbaut, aber wieso auch immer haben sie den hier noch drin gelassen und für einige ist das vielleicht eine ziemlich relevante Info. Allerdings gibt es auch hier in diesem Gerät trotz der Glasrückseite leider kein Wireless Charging, da muss man dann hoffen, dass beim Honor 11 oder wie das auch immer heißen wird, dann Wireless Charging mit verbaut ist. Dafür haben wir aber auch hier USB-C, mit dem dann der 3400 mAh große Akku aufgeladen werden kann. Und von der Kapazität her hört sich das erstmal ziemlich gut an, gerade wenn man bedenkt, dass man hier eben ein Full-HD-Display verbaut hat, welches dann auch nicht so viel Strom ziehen sollte und die Hardware auch einigermaßen energieeffizient unterwegs ist, sollte man damit auch locker 1-2 Tage hinbekommen. Und das werde ich dann natürlich aber auch alles im weiteren Test bis zum Review rausfinden, wo ich euch das Ganze dann auch erläutern werde. Als letztes bleiben dann auch die Kameras, wobei diese kein Leica-Branding haben wie die Huawei-Geräte, sondern hier steht nur AI-Kamera. Aber das bedeutet, dass auch hier die AI, also Artificial Intelligence, von dem Prozessor, nämlich dem Kirin 970, zum Einsatz kommt. Und diese AI sorgt ja mitunter auch dafür, dass das Huawei P20 und P20 Pro so gute Bilder in den verschiedensten Situationen machen kann, auch wenn sie nicht immer perfekt ist, weil sie auch ab und zu echt krass übertreiben kann und Dinge einfach falsch erkennt. Aber trotzdem, in vielen Situationen hilft es auch und natürlich ist die auch hier mit am Start und sorgt dafür, dass die Bilder eben besser werden. Aber darüber hinaus ist auch hier das Kamera-Setup insgesamt ziemlich interessant. Wir haben nämlich eine 16-Megapixel-Kamera mit einer f1.8-Blende und natürlich auch wieder schön großen Pixeln, wodurch man nicht nur eine gute Low-Light-Performance hinbekommen sollte, sondern auch eine schöne natürliche Tiefenunschärfe. Und die zweite Kamera löst mit 24 Megapixeln auf und kann schwarz-weiß sehen, sodass auch bei schlechten Lichtverhältnissen die Strukturen noch gut übernommen werden können und auch noch viele Details vorhanden sind. Und wie das Ganze so dann im Endeffekt sich auf die Bilder auswirkt, das muss man dann natürlich im Test sehen. Sobald ich mit dem Video hier fertig bin, werde ich mich mal ranmachen und mit dem Gerät ein bisschen rumspielen, damit es auch möglichst bald hier das Review geben kann. An dieser Stelle natürlich auch noch einmal ein großes Dankeschön an Honor, welche mich wie gesagt nach London zu dem Event eingeladen haben. Und sonst hoffe ich natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat und vor allem, dass die Windgeräusche jetzt hier an dieser Location nicht zu krass waren und ihr mich noch gut verstehen konntet. Und natürlich auch sorry dafür, dass ich dieses Video jetzt erkältet aufnehmen musste. Beim nächsten Mal wird es hoffentlich wieder besser. Also bis dahin, ciao!